Mit dem Schlusspfiff am vergangenen Sonntag war das 327. Wiener Derby noch nicht erledigt, zu viel Gesprächsstoff lieferte das hitzige Duell. Der unrühmliche Höhepunkt: Austria-Wien-Keeper Patrick Penz erhielt nach dem Spiel Morddrohungen und schaltete die Polizei ein. Für mich ist das ein Wahnsinn, ich bin echt erschüttert, schilderte Penz in der Kronenzeitung. Die zu verurteilenden Aktionen könnten ihren Ursprung in Penz Auseinandersetzung mit dem Ersatztorhüter der Rapidler, Tobias Knoflach, haben. Dieser war nach der Niederlage wie von der Tarantel gestochen auf Penz zugelaufen, brüllte ihm verachtenswerte Verbalinjurien ins Gesicht. Penz kommentierte Knoflachs Entgleisung trocken: Für mich ist das peinlich, deswegen habe ich gelacht. Auch Rapid äußerte sich zu dem Vorfall und kündigt für den Täter ein Stadionverbot an. Es ist völlig absurd, dass sich Vereine, das gilt auch für die Austria nach der Grabschändung, für solche Idioten verantworten müssen. Das, was da passiert ist, ist einfach nur absolut widerwärtig, sagt Rapid-Pressesprecher Peter Klingelmüller zur Krone: Wir hoffen sehr, und das sollte in Zeiten wie diesen ja möglich sein, dass diese Personen ausgeforscht und identifiziert werden. Sie müssen zur Rechenschaft gezogen werden. Wir von Rapid wollen mit solchen Leuten nichts zu tun haben. Diese Leute haben nirgendwo etwas verloren, so Klingelmüller weiter. Werbung, Werbung.